viel arbeiten und sehr exakt spielen. Er kann. 16. Finale. Und jetzt der erste Punkt. Jose Juk. Spielt mit Finn Schranger, die Nummer 9 der Welt. Schönen Dank. Ja, und Sie sehen. Finale der Tischtennis-Weltmeisterschaft zwischen dem Österreicher Werner Schlager und dem Koreaner Jo Se-yuk. Koreanische Verteidigungsspieler führt mit 8:5. Aufschlag Werner Schlager. Gunsten des Österreichers. Noch liegt es 7:8 zurück. Ja. 9:8 für Jo. Schöner Angriff. Jose wird Satz Nummer 2. Aber trotzdem sehr gut gespielt. Schauen Sie hier. Vorhand Topspin genau in die Ecke. Keine Chance für Jo. 2:0. Na, der war schwierig. Viel Gefühl und viel Ausdauer. Und je länger das Match dauert, auch viel Kondition. Im ersten Satz hat Werner Schlager 11:9 gewonnen. Hier zu 4. Selbst anzugreifen. Und das kann Jose Juk. Das ist ausgesehen. 9:6.
Ja, und dann dieser gefährlich. 1 zu 1. Aber noch gefährlich. Und führt 3 zu 2. Nicht nur verteidigen. Ja, unglaublich. Ganz viele Spielvarianten in seinem Repertoire. 4 zu 8. Na, Pech, die Führung für den Koreaner. Ja, wunderschön gespielt. Ja, es ist unglaublich. Aber jetzt schön. Ja. 5 zu 4 für Jo. Führt 10 zu 7. In über 7 Sätze. Unglaublicher Ballweg. Das war jetzt eine Demonstration perfekter Tischtennistechnik. Pardon, vierter Satz, 10 zu 10. Vierten Satz.
Jawohl! Schlager. Eins zu null. Ja, unglaublich. Ja. Ja, 4 zu 2. Koreaner. Ja, gutes. Bälle. Da findet man nicht. Ups. Aber jetzt, das war. Oh, Glück, Glück. Hey. Die anderen müssen ein eigenes Olympia-Qualifikationsturnier spielen. Mit seinen Angriffen macht der Schlager im Moment. Schläger der Welt mit den meisten Varianten. Drei zu zwei. Und macht den Punkt. 5 zu 2. 6 zu 2. Meistertitel. Unerforderlich. In diesem Spiel. Oh. Ein Zauberball von Werner Schlager beschert in den zweiten Match. Semifinale und gewinnt das Finale gegen den jungen, überraschend gut spielenden